angekommen. Ups. Angekommen. Hallo. Ich möchte euch heute das peruanische Tragetuch oder auch den Andenrucksack oder auch das peruanische Manta vorstellen. Ihr seht dieses wunderschöne Stück Stoff. Das ist 1,20 Meter mal 1,25 Meter ungefähr. Ich habe meine zwei Stück hier von Freunden aus Peru gebracht bekommen und ich liebe sie einfach. Ich benutze sie als Decke und als Tragetuch und als alles Mögliche. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr euer Kind mit diesem Manta tragen könnt. Das erste, was ich mache, ist, ich nehme mir zwei Außenkanten gegenüberliegend und falte diese ganz gerade zusammen. Ihr seht, dass die hier unten dann nicht aufeinander liegen, sondern ein bisschen nebeneinander sind. Das ist auch gewollt so. Ich mache mir dann schon im Vorhinein einen Knoten ans Ende rein, dass ich damit besser arbeiten kann. So. Einmal so festgezogen. Und einmal so festgezogen. Die gespannten Fäden sind bei diesem Tuch aus Polyester. Die Schussfäden sind aus Baumwolle. Deswegen ist das Tuch sehr, 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 sehr stark. Und sehr, 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 sehr kräftig. Und sehr, sehr stabil. Ja. Genau. Gleich will ich runter. Ja, okay. Ich lege ihr das um die Schultern, bitte sie einmal die Beine weiter auseinander zu machen und nehme die zwei Zipfel und lege ihr die... Eine Windel, genau, und lege ihr die an den Bauch. Halt mal fest am Bauch. So, genau. Dann gehe ich mit dem Kopf durch und mit dem Arm und kann sie dann hochnehmen. Wenn sie oben sitzt, dann korrigiere ich den Sitz nochmal und ziehe das Tuch an ihrem Bauch hoch. Hey, hallo. So, genau. So, Achtung, auf der anderen Seite. Und ruckel sie so ein bisschen nach hinten rein. Das Tuch kann ich mir hier noch ein bisschen weiter auf die Schulter nehmen. So mag sie es am liebsten. So sitzt sie Bauch, Bauch, sagst du immer, ne? Bauch, Bauch. Genau, sie hat ihre Arme frei, ich habe meine Arme frei. Zugegebenermaßen, es ist natürlich nicht so komfortabel wie ein anderes Tragetuch, aber es ist halt viel kleiner und viel schneller einfach gemacht. Ich kann das Ganze aber auch auf den Rücken nehmen, dann nehme ich sie genauso, wie ich es gerade eben gemacht habe, hoch und drehe sie mir einfach auf den Rücken. Einfach rauf. So, einfach raufgedreht. Und dann nehme ich hier den Knoten noch ein bisschen und lege ihn mir über die Schulter. Wenn sie so sitzt, dann kann ich sie noch ein bisschen fester machen auch, indem ich einfach den Knoten aufmache und nochmal nachziehe. Das Klüffeln. So. Und so sitzt sie wirklich sicher. Ich habe meine Hände frei. Und alles ist gut. Wir sind beide glücklich. Ich habe sogar mein großes Kind schon einmal durch Amsterdam so getragen. Du willst lieber auf der Seite sitzen, ne? Ja, so. Das da. So, rausnehmen ist genauso einfach. Ich setze sie einfach. Achtung, ich gehe runter mit ihr. Sie stellt sich hin. Und ich lasse sie einfach so durch. Und meistens, wenn ich weiß, dass wir weitergehen, dann lasse ich das Tuch einfach so hängen. Das war's. Subscribe, liked mein Video und ich hoffe, es hat euch geholfen. Tschüss!